die Flammen sie nicht versengen werden. Ich danke dir. Der Wind soll drehen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Wind wieder gedreht. Es hat geregnet. Und ich möchte dir etwas sagen. In der allergrößten Not, wenn wir die größte Hilfe von Gott brauchen, da ist der Weg. Da ist der Weg. Wenn der Teufel sagt, alles ist kaputt, schau auf die Umstände, schau auf die Fluten und wir unterzugehen drohen und sagen, oh, niemand kann uns mehr helfen. Unser Gott ist immer der Helfer, er ist immer da. Er ist unsere Lebenskraft, unser Licht, unser Heil. Er ist genau in deiner Situation jetzt. Vielleicht hat dich deine Freundin verlassen, vielleicht bist du total einsam. Vielleicht hast du mit irgendwelchen Ängsten gerade zu tun. Oder die Krankheit will aus deinem Körper nicht raus, scheinbar. Aber da ist ein Helfer und gerade jetzt ist er da für dich. Und gerade jetzt ist da der Weg, dass Gott dir das Heil zeigt. Wenn du anfängst, ihm zu danken, dass er der Heiler ist, der Helfer ist, deines Lebenskraft ist, dein Licht und dein Heil. Und dein Herz wird neu mit Glaube gefüllt und dieser Glaube versetzt Berge und katapultiert Finsternis hinweg. Vielleicht können wir alle unsere Hände ausstrecken zu unserem wunderbaren Gott. Und Herr, ich danke dir so herzlich für dein Wort. Dein Wort baut uns auf. Dein Wort stärkt uns. Es ist eine Leuchte für unsere Füße, ein Licht auf unserem Weg. Wir klären hier ganz klar und ganz deutlich, Herr, wir danken dir für dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und wir bleiben in deinem Wort und deine Wahrheit macht uns frei. Ich erkläre jetzt Freiheit über deine Söhne und Töchter von Jochs der Knechtschaft und der Bedrückung und von dem, was der Feind an Bösem geplant hat. Denn du bist unser Helfer in Zeiten der Not. Und Herr, wir bauen jetzt den Altar. Wir räuchern den Dank. Wir bringen dir Opfer. Wir nehmen uns Zeit und sagen dir Danke, Herr. Du bist der Helfer in Zeiten der Not. Du bist unsere Lebenskraft, unser Licht und unser Heil. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist unsere Freiheit. Du bist unsere Freude. Du bist unsere Liebe. Du unser Segen aus den himmlischen Welten. Und danke, Herr, dass deine Kraft jetzt auf jeden fließt. Heiliger Geist, du wunderbarer Helfer. Danke, dass wir in diesem Augenblick neu mit deinem Salböl erfüllt werden. Mit dem Öl der Freude. Mit dem Öl der Kraft. Mit dem Öl der Zuversicht. Im Namen Jesu Christi. Auch am Livestream Feuer kommen zu euch in Jesu Namen. Und der Geist der Dankbarkeit sei freigesetzt, nicht nur hier, sondern über ganzem Gottesvolk, auch über denen, Vater, die dich noch nicht kennen. Denn da ist der Weg, dass du uns dein Heil und deine Hilfe zeigst. Gottes Kraft ist so stark hier. Und während du vor ihm stehst, und du dir bewusst bist, dass er dich sehr, sehr lieb hat und dass er auf deiner Seite ist. Mach doch was in deinem Herzen fest. Clap your hands and bless him, everyone, this way. Come on!